messiah named Adam Hale has returned with an army to conquer Mars. Darius Mason ist echt eine arme Socke. Erst lässt er sich die Terraformer, die auf dem Mars für die lebensnotwendige Atmosphäre sorgen, unterm Hintern wegsprengen und verbannt die Menschen so ungewollt in den Bauch des roten Planeten, wo sie in stickigen und finsteren Verschlägen hausen. Und ein paar Jahre später öffnet er das Siegel über einer riesigen Kaverne, in der eine biestig mies gelaunte Alienrasse eingesperrt war, die jetzt die im Bauch des roten Planeten eingesperrten Menschen wegschnabulieren möchte. Nun ja, nun muss und will Darius den Schlamassel natürlich wieder gerade dreschen. Gerade ist übrigens ein schönes Stichwort. Anders als im Open-World-Vorgänger Red Faction Guerrilla geht's in Armageddon linear zur Sache. Das Spiel lotst uns zudem sicher mit einem Navigationssystem durch die teils sehr finsteren Tunnels. Truck came from up near Carver Center. I'm gonna take a look. Tunnels, wir hören immer Tunnels, dabei geht's in Red Faction Armageddon auch an die Oberfläche. Da ist es allerdings wegen mehrerer Dinge nicht sonderlich heimelig. Terraformer kaputt, Atmosphäre höchst ungemütlich und dann noch diese Alien-Monster. Aber die alleine sind's ja nicht mal. Viel schlimmer ist dieser Adam Hale, der hier in einem spinnenartigen Walker versteckt ist. Der will mit Darius noch ein persönliches Hühnchen rupfen. Und obendrein ist er auch noch ziemlich durchgeknallt. Serienkenner wissen vielleicht jetzt schon, was da zwischen Darius und Adam eigentlich steht. Armageddon setzt auf Action mit schönen Knalleffekten und auf die serientraditionelle Kaputtmacherei von Levelaufbauten. Damit es ständig ordentlich rumst und scheppert, hat Darius ein umfangreiches Arsenal zur Verfügung. Zwar kann der gute Mann immer nur 4 unterschiedliche Waffen spazieren tragen, darf aber an Waffenschränken seine Ausrüstung anpassen, um sich beispielsweise einen Plasmastrahler unter den Arm zu klemmen und anschließend Alien-Nester zu zermatschen. Und an Upgrade-Terminals kaufen wir für Darius dauerhaft mehr Gesundheit oder flottere Finger, um schneller nachladen zu können. Die Verbesserungen wollen mit sogenanntem Barschrott finanziert werden, der entweder in Kanistern in Ecken rumsteht oder als Abfall zurückbleibt, wenn wir wieder mal ein Haus gesprengt haben. Action, Knalleffekte, zipzerab, alles prima. Was uns an der Vorschauversion von Red Faction Armageddon bisher allerdings am besten gefällt, sind die Zwischensequenzen. Die sind technisch nicht das Nonplusultra, aber gut in Szene gesetzt und verflixt atmosphärisch. Und sie bringen es fertig, dass wir uns mit Darius identifizieren, weil er eine so arme Socke und gleichzeitig ein so sympathisches Kerlchen ist. Food and water is running out. We can't resupply until the threat's over. What about the damaged generators? We're short of men. We've suffered our own casualties here. Look at what those things did. How could this have happened? I'm still trying to figure that out myself. What's that supposed to mean? You have information about the attacks, Mason? No. Nothing that you don't already know. But I've got some gear in my truck that might be useful. Well, if you want to help, find some new power cells for the auto turrets. Until they come back online, this is the only useful gear we've got.